Hallo und herzlich willkommen bei Ausgabe 32 vom Telestammtisch. Ausgabe 31 habt ihr bereits gehört und da könnte euch aufgefallen sein, dass es eine fluffige Comic-Stammtisch-Talkrunde gewesen ist, die ich beim Comic-Festival in München aufgenommen habe. Von solchen Comic-Stammtischen sind in der Summe 6 Stück erschienen. Die werden auf die nächsten 2 Monate verteilt hier im Feed landen und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das waren richtig, richtig geile Beiträge mit fantastischen Gästen. Und ich hatte persönlich sehr, sehr viel Spaß. Parallel zu diesen Comic-Stammtischen hatte ich die Ehre, dort auch noch verschiedene Panels zu moderieren und Interviews zu führen. Und hier in Ausgabe 32 werde ich einen Teil dieser Interviews zusammenführen. Ich habe eine Handvoll Interviews geführt mit Künstlern und eben auch Verlagsleitern des noch recht jungen und laut eigener Aussage recht kleinen Verlags China Books. China Books wird unter anderem geführt von Elisabeth Wolf und Elisabeth Wolf war so nett, mir vor Ort einiges zu ihrem Verlag zu erzählen und so ein bisschen so eine Einführung zu geben. Generell China Books, da kann man mal festhalten, die sind mir bereits letztes Jahr in Erlangen aufgefallen. Die pushen jetzt doch sehr engagiert vor allem eben auch in den deutschen Markt. Man kann hier vieles von denen bekommen. Vieles von den dortigen Veröffentlichungen erscheint quasi im Original. Das ist irgendwie eine Form von Chinesisch. Ja, ich weiß nicht genau, also es sind eigentlich Taiwanesen jetzt hier gewesen, die mir zum Interview zur Verfügung gestellt wurden. Ganz tolle Menschen, auf die ich gleich nochmal komme. Und diese Doppelveröffentlichung ist eben hier quasi in einem Chinesisch. Ich gibt da irgendwie eine traditionelle, ein klassisches, keine Ahnung. Das ist häufig abgedruckt und in der anderen Hälfte des Buchs findet man dann die deutsche Version. Das hat eine ganz interessante Geschichte, interessanten Hintergrund. Da hört unbedingt mal rein, was der Elisabeth zu sagen hat, die da hier nämlich so eine Art Einführung in ihr Verlagsprogramm gegeben hat. Das war sehr interessant und sehr spannend, weil es auch eine Welt ist, von der ich persönlich noch überhaupt keinen Plan hatte. Gerade sowas wie Manga ist ja eher sowas, dass es so in die chinesische Comic-Richtung schieben würde, aber es gibt eben deutlich mehr als bloß Manga, wenn man da überhaupt diese Differenzierung vornehmen möchte. Ich hatte hier nämlich im selben Atemzug die Gelegenheit, 3 hochrangige taiwanesische Künstler zu interviewen. Die sind dort in so einer Art, ja, ich sag mal, Kollektiv organisiert und sind da hier eben angereist. An allererster Stelle war da Jimmy Liao. Jimmy Liao ist vor Ort in Taiwan wohl ein absoluter Megastar, wo die Leute in Schlange stehen, um ihn mal zu treffen, um sich von ihm etwas signieren zu lassen. Und ich hatte hier die Gelegenheit, ihn persönlich in seiner Hotellobby zu treffen. Das war ein echt interessantes Gespräch, komplett auf Chinesisch, was nicht bedeuten soll, dass ich da. Das ist ein Chinesisch, also vielleicht war es auch Taiwanesisch, aber ihr wisst, was ich sagen will. Ihr werdet das auch entsprechend hören, aber glücklicherweise hatten wir einen Dolmetscher am Start. Auch übrigens ein sehr sympathischer, netter Mann, der Peter, der hier 3 Interviews geführt hat, der auch die ganzen 4 Tage beim Festival bei den Panels mit dabei war und da sehr kompetente Arbeit geleistet hat. Und das war für mich auch mal eine interessante neue Erfahrung, hier mit dem Dolmetscher zusammenzuarbeiten. Wenn, dann führe ich ja vor allem, was, sage ich mal, so exotischere Sprachen angeht, eher, wenn überhaupt, nochmal ein englisches Interview. Aber so etwas durfte ich auch noch nicht machen und es war mir eine ganz wahre Freude, hier zum Beispiel eben auch mit Jimmy Liao zu sprechen, der sich selber eher als Bilderbuchkünstler versteht und den habe ich hier so ein bisschen ausgequetscht. Ich hoffe, dass die Audioqualität der Aufzeichnung halbwegs in Ordnung ist. Im Anschluss hatte ich noch ein Gespräch mit einer jungen Frau namens 61 Chi. Warum sie 61 Chi heißt, warum sie auf diesen Namen gekommen ist und wie er sich von ihrem eigentlichen Namen ableitet, könnt ihr auch hier hören. Die junge Frau war ganz lustig irgendwie, ne? Also die ist auch da rumgerannt, da und Fotos gemacht. Ich glaube, das ist alles parallel irgendwie auf irgendwelchen Instagram-Social-Media-Plattformen erschienen während des Gesprächs irgendwie. Das war ganz cool. Und von ihr konnte ich ein aktuelles Buch auch lesen, Das Mädchen und der Traumfresser-Tab hier. Und das ist eben halt auch wirklich halt auch ein Comic. Und wie gesagt, das ist was, was mich irgendwie auch anspricht. Das ist eine sehr düstere Geschichte, ein bisschen was Trauriges. Ich weiß generell noch nicht, ob ich hier großartig zu Rezensionen kommen werde im Podcast. Unter Umständen lagere ich das auch zu den Kollegen aus. Von den Comic-Cookies müssen wir mal schauen, ob ich da vielleicht mal irgendwann eingeladen werde. Das könnte durchaus sein. Generell gilt, ich habe in München dermaßen viel Material aufgenommen, wirklich stundenweise. Allein schon eben Panels, die ich moderiert habe, die ich einfach mal mitgeschnitten habe, wovon ich auch einiges bei den Kollegen von den Comic-Cookies versuche unterzubringen. Da ist schon vieles geklärt. Unter anderem könnt ihr euch auf einen ganz tollen Beitrag zum Dantes Verlag freuen. Der Joshua Dantes, der hier
wirklich eben seit geraumer Zeit seinen eigenen kleinen Verlag am Start hat. Hat hier noch eine halbe Stunde Panel gehabt. Ich durfte ihn ausquetschen und habe einfach mal das Aufnahmegerät angemacht. Das werdet ihr höchstwahrscheinlich bei den Kollegen von den Comic-Cookies finden. Ich hatte den Joshua bereits ja hier bei mir im Interview in einem Special und ich denke, es wäre nur zielführend, wenn ihr dieses Panel dann auch bei den Kollegen vorfindet und dort nochmal einen Blick vom Dantes Verlag bekommt. Der dritte Taiwanese, den ich am Start hatte, ist der Sean Chuang, und der gute Mann hat auch ganz viele tolle Sachen gemacht. Wir haben uns ausgiebiger unterhalten und ein Käffchen getrunken nebenbei, es war ganz cool. Und der hat hier unter anderem ein Buch namens Meine 80er Jahre, die Jugend in Taiwan gemacht. Davon gibt es auch noch einen zweiten Teil, der ist noch nicht übersetzt, und das ist halt eben einfach mal ein Ausschnitt aus seiner Jugend. Ja, also 80er Jahre war wohl eine Zeit des Umbruchs in Taiwan, wo auch viele Hürden und ja, gefallen sind, weil eben, glaube ich, die Diktatur da irgendwie dann auch zu dem Zeitpunkt da kaputt ging und man sich so ein bisschen eben unter anderem auch der westlichen Welt öffnete. Hier gab es auch einen Umbruch, einen kulturellen Umbruch, der sich natürlich auch in der Jugend und Jugendkultur bemerkbar gemacht hat. Wie das im Detail aussieht, beschreibt er in seinem Werk Meine 80er Jahre, das ich selbst noch nicht gelesen habe, aber es bekommt ebenfalls Vorschusslorbeeren. Und hier eben auch jetzt das Kurzinterview mit ihm zusammen in dieser Besprechung. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch ein Interview, das ich geführt habe mit der lieben Veronika Gruhl. Und Veronika Gruhl hat ganz aktuell den Ecom-Preis gewonnen in der Kategorie herausragendes Artwork. Denn da hat sie zuletzt in 2018 mit ihrem Werk Das verfluchte Elixier ja eben eine Veröffentlichung gehabt, die jetzt hier mit diesem Ecom-Preis ausgezeichnet worden ist. Wir hatten auch die Gelegenheit, uns mal kurz zusammenzusetzen, ein paar Worte zu wechseln. Eine sehr sympathische junge Frau, und auch dieses Interview solltet ihr euch nicht entgehen lassen. So sind wir in der Summe bei immerhin 5 Interviews. Ich bin mal gespannt, was da in der Gesamtlänge rauskommt, ob wir da bei 1,5 Stunden rauskommen oder nicht. Ist cool, hört da unbedingt mal rein. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook oder Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr herzlich eingeladen, da wie immer Feedback zu hinterlassen. Wisst ihr Bescheid, ne? Hier der Comic-Stammtisch, der hat insgesamt ja auch 6 Ausgaben, die sich auf die nächsten Wochen verteilen. Ich werde wahrscheinlich nochmal eine bisschen ausführlichere Besprechung des Festivals bei den Kollegen von den Comic-Cookies platzieren. Und dann habt ihr mal so einen guten Gesamteindruck. Ich meine, ganz im Ernst, die Comic-Cookies habt ihr ja wohl hoffentlich sowieso abonniert. Wer Comic-Content will, ist bei denen ja sowieso mehr als korrekt aufgehoben. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier auf dem Comic-Festival in München gibt es jede Menge tolle Sachen zu entdecken, und ich stehe jetzt gerade an einem Stand, wo jemand auf jeden Fall Sachen verkauft und eben auch vorstellt, vor allem, die erstmal exotisch wirken, aber gleichzeitig auch wahnsinnig faszinierend. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin auf Chinesisch die Wuya Li, auf gut Deutsch die Elisabeth Wolf. Ich habe einen kleinen Winzling-Verlag, der kommt aus Uitikon-Waltek in der Schweiz, aber in meinem Verlag erscheinen einige Giganten aus Taiwan und China. Und genau den Eindruck habe ich nämlich auch, wenn man sich mit dem einen oder anderen mal unterhält, wer hier so anwesend ist, dann sind das so die Stars. Mir wurde schon gesagt, Andi, sei froh, dass du hier in München bist, die kriegst du vor Ort überhaupt nicht ran, so präsent sind die Leute. Zum Beispiel, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, der Jimmy Liao, der hat eine Woche vorher eine Lesereise, er war in Frankfurt an einer Veranstaltung, in einer Buchhandlung, und da war eine junge Taiwanese und hat erzählt, sie ist ein riesen Jimmy Liao-Fan. Sie hat in Taiwan schon mehrere Veranstaltungen besucht und hat versucht, eine Unterschrift zu ergattern, und es ist ihr nie gelungen. Warum? Bei jeder Veranstaltung in Taiwan haben sich immer Schlangen von 300 oder 400 Menschen gebildet. Und deswegen ist sie so dankbar, hier in Deutschland zu sein, wo sie jetzt nur mit 50 Leuten in der Schlange steht. Absolute Wahnsinn. Wie bist du denn daran gekommen? Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir und deinem Verlag erzählen. Wie kommt es denn dazu? Woher kennst du die Leute? Ich hatte in meiner Jugendzeit, wie so viele, eine Faszination für Mangas aus Japan. Leider meine Schwester gleichzeitig auch. Ich verstand mich mit ihr nicht so wahnsinnig gut, wollte nicht mit ihrem gleichen Studiengang landen. Dann hat es sich gut getroffen, dass ich gleichzeitig auch gerne Hongkong-Filme geschaut habe, zum Beispiel von Wong Kar-wai. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn es nicht japanisch sein soll, dann halt chinesisch. Also ich bin in die Sinologie reingegangen. Mhm. Und ich habe dann meinen chinesischstämmigen Mann kennengelernt, also einen Schweizer mit Schweizer Pass mit chinesischen Wurzeln. Und ich hatte mit ihm den verrückten Plan, eine Importbuchhandlung aufzubauen für chinesischsprachige Publikationen. Und am Anfang vor allem im Lehrmittelbereich. Und durch diese Importtätigkeit habe ich gemerkt, es gibt doch so tolle Comics aus Taiwan, aus Hongkong, aus China. Warum kennt die hier keinen Mensch?
scheint mir eine sehr ausgewachsene, sehr, 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 sehr große Comic-Kultur und Comic-Szene auch zu sein. Ja. Taiwan ist ja auch als Gastland hier in Comic-Festival München mit am Start, soweit ich das weiß. Und es ist also wirklich wahnsinnig viel, glaube ich, eine eigene Welt, die es zu erkunden und zu entdecken gilt. Ist aber gleichzeitig auch sicherlich eine riesengroße Mammutaufgabe, die du da gestellt hast, wenn man guckt, wie viele andere Verlage, auch schon heimische Verlage, da vielleicht sogar ihre Schwierigkeiten haben. Also jetzt bei aller Bescheidenheit muss ich jetzt einfach mal was loswerden. Ja. Ich gehöre im deutschsprachigen Raum zu den ganz, ganz wenigen Verlegern, die in der Lage sind, ein chinesischsprachiges Buch flüssig zu lesen. Okay. Deswegen, die anderen Verleger, die finden aufgrund mangelnder Sprache, Kenntnisse, die Perlen nicht. Okay. Ja, das ist mein Marktvorteil. Hast du ja quasi eine kleine, wenn man so will, Insel entdeckt, die du da für uns erkunden kannst. Ja, das ist ein Acker, den die anderen ohne Sprachkenntnisse nicht bearbeiten können. Bevor wir natürlich in die Details gehen, in einzelne Werke und einzelne Künstler, gibt es sowas wie Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale oder gewisse Gemeinsamkeiten, die die Werke haben, die man sich bei dir anschauen kann? Es ist sehr schwer darauf, eine einfache Antwort zu geben, weil bei Taiwan ist es fast, viele Künstler haben eigene Besonderheiten, haben alle ihren individuellen Charakter. Taiwan ist von seiner Geschichte her eine Mischung aus verschiedenen Kulturen. Zuerst besiedelt von Ureinwohnern, dann kamen chinesische Siedler, die sich mit den Ureinwohnern vermischt haben. Als dann China einmal einen Krieg verlor gegen Japan, wurde Taiwan zur japanischen Kolonie für 50 Jahre. Und deswegen ist es ein bisschen ein Mischmasch aus chinesischer Kultur mit Einflüssen aus Japan und auch Ureinwohnerkultur. Die japanische Kolonialzeit wirkt bis heute nach. Mhm. Ja. Das heißt also, es sind vor allem sehr traditionelle Inhalte, vielleicht auch geschichtliche. Habe ich dich da richtig verstanden? Es ist total unterschiedlich. Okay. Es gibt taiwanesische Künstler wie den Herr Jen Wen. Der hat eine Vorliebe für Stoffe aus dem alten China, aus der langen chinesischen Geschichte. Und es gibt wieder ganz andere, wie zum Beispiel die Liu Yiqi oder den Xin Zhuang. Die interessieren sich mehr für das gegenwärtige Taiwan oder für die jüngere taiwanesische Geschichte. Und dann gibt es Künstler wie den Bilderbuchkünstler Jimmy Liao. Ich muss betonen, Bilderbuchkünstler, weil er selber sich nicht als Comic-Künstler sieht und auch nicht als Comic-Künstler gesehen werden möchte. Und der zeichnet Bilderbücher für Erwachsene, denen man auf den ersten Blick nicht unbedingt ansieht, dass sie in Asien spielen oder dass sie von einem asiatischen Künstler stammen. Okay, also kann man da keine, sag ich mal... Es gibt keine roten Faden. Da ist viel zu viel Variation und viel zu groß, als dass man da irgendwas mit ausmachen könnte. Ja. Da habe ich tatsächlich sogar schon mal drin geblättert. Ich weiß gar nicht, wo ich das in der Hand hatte. Kann das sein, dass es in der Pressebereich in Erlangen rumlag? Kann das sein? Wir hatten einen Stand in Erlangen letztes Jahr. Mega geil. Wir werden ja unter Umständen noch die Möglichkeit haben, hier das eine oder andere Gespräch auch zu führen die Tage. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele tolle Panels von euch, die alle auf Englisch geführt werden. Also ganz kurz eingeschoben, gibt es noch weitere Veranstaltungen dieses oder nächstes Jahr, auf denen man euch antreffen kann? Ist da schon was geplant, bevor wir uns hier um Werke kümmern werden? Wir haben einiges an der Pipeline, aber ich darf momentan noch nicht zu viel verraten, weil es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass es klappen kann. Deswegen, wenn ich jetzt zu viel verrate und dann klappt es nicht, enttäusche ich alle. Na klar, sehr gut. Ja. Dann lass doch vielleicht mal so zwei, drei Empfehlungen ganz allgemein durchgehen, die du uns vielleicht so einfach mal zeigen möchtest, empfehlen möchtest, vielleicht auch ein bisschen Variation da drin. Wir blättern dann mal eine Runde und vielleicht erzählst du uns ein paar Worte zu den einzelnen Werken. Klar. Dann, weil wir jetzt hier vor den Bilderbüchern von Jimmy Liao stehen, gebe ich doch vielleicht gleich eine Empfehlung für ein Jimmy Liao-Buch ab. Gern. Dann, also meine Lieblingstitel sind das Kino des Lebens und die Sternennacht. Und es ist mir sehr schwer, mich dafür ein Buch zu entscheiden. Wenn ich mich für eins entscheide, habe ich das Gefühl, ich tue dem anderen Buch Unrecht. Aber nehme ich halt mal das Kino des Lebens, weil das halt eine schöne Pracht-Hardcover-Ausgabe hat. Das ist die Lebensgeschichte eines jungen Mädchens, die zur Frau heranwächst. Also es ist quasi von ihrem fünften Lebensjahr, bis sie schon 40 oder 50 Jahre alt ist. Und die Mutter hat die Familie verlassen, als sie noch ganz, ganz klein war.
und sie weiß nicht wieso. Sie hat ihren Vater gefragt, warum ist die Mama weg? Und er gibt, der Vater will darüber auch nicht reden. Er sagte immer nur zu seiner Tochter, wir gehen jetzt ins Kino. Deine Mutter liebt ja Filme über alles. Vielleicht begegnen wir ja heute im Kinosaal. Und also der Vater hat eine Liebe fürs Kino und die gibt dann seiner Tochter weiter. Und auch die Tochter wird durch ihr Leben lang immer wieder gerne ins Kino gehen. Und wichtige Ereignisse in ihrem Leben haben oft einen Bezug zum Kino. Und es ist ein bisschen so, dass sich ihr Leben spiegelt sich im Kino. Ja. Und auch gleichzeitig das Kino spiegelt sich im Leben wieder. Und in dem Buch, der Jimmy Liao ist ein großer Filmfan, der hat da Filmbilder oder Filmposter eingearbeitet von sowohl asiatischen als auch europäischen Kunstfilmen. Mhm. Und dieses Mädchen, als sie heranwächst, also sie trifft ihre erste große Liebe im Kino. Sie trifft ihren späteren Ehemann im Kino. Okay. Sie lässt sich von ihrem... Sie sieht ihren Mann zum letzten Mal. Ihr Mann verlässt sie dann später. Also die Ehe zerbricht. Und das ist an einem Kinoausgang. Das ist ja dann auch... Das ist ja geil. Das ist interessant, weil es der Ausgang des Comics und gleichzeitig vielleicht der Ausgang der Beziehung. Ja. Das, was kostet das Band? Der Band? Für wie viel Euro kriegt man den bei dir? Sie müssen sehen, was das für eine schöne Prachtausgabe ist. Ich vermute mal schon, ja. Wir mussten das in Taiwan drucken, okay, wegen den allerhöchsten Qualitätsansprüchen des Meisters, des Künstlers. Und es ist 27,90 Euro, ja, hat aber 2-3 Mal so viele Seiten wie ein normales Bilderbuch. Ist ein schöner Hardcover mit einem extra Faltcover noch drum. Ja. Wir haben ganz toll aufgearbeitet und illustriert natürlich. Ja. Und den Eindruck der Hochwertigkeit kann ich nur bestätigen, so, ja, wenn ich das hier sehe. Und das Buch, ich habe es schon unzählige Male gelesen, es rührt mich jedes Mal zu Tränen. Okay. Und auch in den Veranstaltungen, wo ich jetzt war auf der Lesereise mit Jimmy Liao, jedes Mal sitzen Leute im Publikum, die sagen dem Jimmy Liao am Schluss in der Q&A-Section, also Frage und Antwort, ihre Bücher haben mich durch die schwerste, härteste Zeit in meinem Leben hindurch begleitet. Und dann den Leuten laufen die Tränen runter und auch dem Meister Jimmy Liao kommen die Tränen. Oh, war ja. Wie ist das Feedback hier von den Münchner Gästen? Fantastisch, so eine Resonanz hatten wir noch nie. Also Sie sehen ja, was für ein Gewimmel an unserem durchaus Stand herrscht. Ordentlich was los hier. Ja, und ich glaube auch, der Jimmy Liao war im ZDF Morgenmagazin. Viele Leute sagen, sie haben ihn im Morgenmagazin gesehen und sind nur deswegen hergekommen. Okay, cool. Andere sagen, sie haben den Bericht über ihn in der Süddeutschen Zeitung gelesen oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und sind deswegen hergekommen. Das klingt sehr gut. Freut mich für euch. Es ist einfach, glaube ich, auch eine ganz neue Geschichte, ganz spannend. Meine Sache, die viele, glaube ich, noch entdecken müssen. Das freut mich. Ja. Und ganz ehrlich, in Anbetracht der Verarbeitung finde ich die Preise auch alles andere als hoch. Ganz im Gegenteil. Wenn ich dann hier noch den Künstler selbst treffen kann, der ein Superstar der Szene ist, dann sehe ich hier keinen verschwendeten Euro. Auch in Anbetracht dieses riesigen Buchhandelsrabattes, den wir dem Großhandel einräumen müssen. Ja. 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 Ich würde es ja gerne ein bisschen billiger machen an der Messe, aber die Buchpreisbindung lässt es nicht zu. Okay, ja klar, sicherlich nicht. Ja, machen wir weiter, schnappen wir uns das nächste Werk. Was haben wir denn noch? Vielleicht auch andere Künstler oder Künstlerinnen? Das ist die jüngste Künstlerin hier im Taiwan, in der Taiwan-Delegation. Sie heißt, die chinesische Aussprache ist Liu Yiqi. Die Westler sprechen es oft als 61 Qi aus, was nicht so ganz zutrifft. Ah, sie steht sogar gerade hier vor uns. Wow. Wollte sie vielleicht auch ins Machen Video wir später dann, das ist im einzelnen Moment, genau. Okay. Und da hat sie, das ist eine Zusammenarbeit mit einer Schriftstellerin, aber das geht um Mobbing an einem streng geführten Internat. Und sie hat so etwas in der eigenen Schulzeit aber auch erlebt. Nicht, dass sie war nicht mittelbar von
zwar nicht direkt von Mobbing selber betroffen, aber sie wurde Zeugin davon, wie eine Mitschülerin massiv gemobbt wurde und sich sogar aus dem Fenster stürzen wollte. Okay. Und das, also das, was sie hier gemalt hat, hat sie selbst auch ein bisschen erlebt. Können wir vielleicht mal ein bisschen blättern? Ich würde mir, würd mir mal einen Eindruck gerne machen wollen vom Artwork auch. Also es ist die klassische westliche Lesereihenfolge. Ist es in Taiwan üblich, dass man auch da so rumliest oder liest man da ähnlich wie den Manga auch eigentlich andersrum? Es ist so, dass weil Taiwan eben Einflüsse hat aus mehreren Kulturen, gibt es in Taiwan Bücher, die die japanische Leserichtung haben, wie zum Beispiel dieses Buch hier. Ja, ja. Aber es gibt auch Bücher, die die westliche Leserichtung haben, wie dieses hier. Die Taiwanesen passen sich oft keinem Standard an. Machen ihr eigenes Ding, ist ja auch schön. Ich meine, das macht dann auch irgendwie unabhängig. Ja. Also das ist jetzt sicher nicht der 0815-Manga. Der liegt hier jetzt vor im Englischen und im Original abgedruckt in einer Fassung, richtig? Nein, Deutsch und Chinesisch. Es ist weltweit die einzige Ausgabe in einer westlichen Sprache oder so überhaupt in einer nicht-chinesischen Sprache. Wer macht bei euch sowas wie Lettering und Übersetzung? Wir haben mehrere Übersetzer. Lettering muss aus Kostengründen meist ich selber machen. Okay. Sehr schön. Wer ist die Zielgruppe von diesem Werk? Also ich könnte, dass es beim jungen Publikum gut funktionieren könnte oder eben auch interessierte Kunstkenner vielleicht. Wer ist die Zielgruppe? Sollen wir die Künstlerin selber fragen oder soll ich die Antwort geben? Ja, erstmal du. Wir können uns die Künstlerin dann ja morgen. Also ich denke, aufgrund der ernsten Thematik würde ich das ab 14 ansetzen. Ja. Aber nach oben hin gibt es keine Altersgrenze. Okay. Weil sie ist, der Stil ist von ihr so künstlerisch, also das zieht auch Erwachsene an. Eben, genau, deswegen meine ich ja. Kunstkenner und Leute, die das einschätzen, würdigen können auch. Ja, ja. Genau. Super. In die Details gehen wir dann wirklich in die Gespräche, die wir vielleicht morgen noch führen können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Soll ich zum nächsten noch übergehen? Ein drittes Werk würde ich mir sehr gerne auf jeden Fall noch angucken wollen, ja. Das ist der Shin Tuang. Der ist hauptberuflich ein Werbefilmregisseur und zeichnet Comics in seiner Freizeit. Und in diesem Buch hier, das auf Deutsch vorliegt, schildert er seine Jugend- und Kindheitserinnerungen in Taiwan der 70er und 80er Jahre. Taiwan war zu Beginn der 80er Jahre noch eine Diktatur, aber die haben einen Demokratisierungsprozess durchgemacht. Und das ist zwar nur hintergründig politisches Buch, aber es wird in den Geschichten gestreift, wie die Gesellschaft langsam freier und liberaler wird. Zum Beispiel, er schildert, wie früher man im Kino vor der Kinovorstellung aufstehen musste, um die Nationalhymne zu singen. Aha. Und das wurde von einem auf den anderen Tag dann abgeschafft und dann mussten sie das nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass es aufgrund seines Hauptjobs auch voll mit Anspielungen auf popkulturelle Geschichten steckt. Ja, total. Ein Kapitel, und das ist auch bei uns wahrscheinlich das beliebteste Kapitel, das ist über Bruce Lee. Ah, ja. Und Bruce Lee war für die Leute in seiner Generation der Held, das Idol. Das hat den jungen Taiwanesen wieder Selbstbewusstsein gegeben. Ich finde es vor allem eben auch spannend, wo ich den Eindruck habe, dass die Werke, die du hier vorstellst und eben veröffentlichst, auch einen guten Eindruck einfach ins Land geben, in die Land und in die Leute. Ja, man lernt durch meine Bücher etwas über das Land und die Leute. Und ist allemal günstiger als jeder Flug. Ja, aber sicher. Aber auch in zweisprachig wieder, ne? Warum eigentlich zweisprachig? Vertickt ihr das denn auch noch in Taiwan selbst? Oder welchen Ansatz verfolgst du mit dieser Zweisprachigkeit? Es ist so, dass sie in China wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine Rechtschreibreform durchgeführt und manche Zeichen, die häufig verwendeten Zeichen, wurden vereinfacht. Die nennt man Kurzzeichen. Aber die Hongkonger und Taiwanese haben nicht mitgemacht, die verwenden immer noch die alten Langzeichen. Und die Festlandchinesen tun sich sehr schwer damit, Bücher aus Taiwan zu lesen, weil sie die Langzeichen nicht gelernt haben und es ist einfach sehr mühsam, die zu lesen. Und es gibt in Europa nicht sehr viele Taiwanesen, es gibt sehr, sehr viele Festlandchinesen. Viele taiwanesische Bücher können aus politischen Gründen in Festlandchina nicht erscheinen. Mhm. Ich fülle jetzt eine Lücke. Ich mache jetzt von diesen Büchern die weltweit einzig verfügbare Ausgabe in Kurzzeichen und hoffe, dass es halt dann die Auslandschinesen lesen. Weil die Auslandschinesen hier in Europa, die kann die
chinesische Regierung nicht kontrolliert. Genau, eine Lücke im System, die du glücklicherweise bedienst. Genau, das ist die Idee dahinter. Aber schön, heißt ja letztlich auch, dass eben offensichtlich eben auch die Chinesen bedient werden sollen, hier nicht nur der deutsche Markt, sondern eben tatsächlich eben auch die Chinesen selbst. Finde ich toll, weil das ja unter Umständen auch einfach dann den Austausch zur Folge haben kann. Genau, genau. Super, sehr gut. Vielleicht noch kurz zur Veranstaltung selbst. Wie gefällt es dir hier generell das Comic Festival München? Wie ist es für dich als Verlag? Wie zufrieden bist du mit der Veranstaltung? Ich bin begeistert von der großen Publikumsresonanz und auch von der Medienresonanz. Und ich möchte meinen großen Dank aussprechen an die Mitarbeiter vom Comic Festival München. Die sind einfach toll. Das ist wirklich toll. Wie Engel. Ja. Halleluja. Ja. Ja, dann prima. Den dürfen wir nicht auslassen. Okay, dann machen wir den noch. Das ist Jung Wan, das ist ein Großmeister, ist leider 2017 verstorben. Ja, die Geschichte habe ich gelesen. Ja. Aber als nach seinem Tod hat er eine Sonderausstellung bekommen im Taipei Palast Museum. Und das ist das Museum Nummer 1 für antike chinesische Kunst. Mhm. Also Malerei, Keramik, Bronze. Ja. Und die haben noch nie einem Comic-Künstler eine Ausstellung gewährt. Das ist der erste, momentan einzige Künstler, dem diese Ehre zuteil wurde. Sehr besondere Ehre, ja. Und er hat nicht einen Ausstellungsraum bekommen. Er hat ein ganzes Gebäude bekommen. Wahnsinn, ja. Sie sehen dadurch, was für einen Stellenwert dieser Künstler hat. Wie ich am Anfang schon erzählt habe, er hat meistens Geschichten gewählt aus der langen chinesischen Geschichte. Weil wir nicht mehr viel Zeit haben, versuche ich es in einem Satz auf den Punkt zu bringen. Diese Reihe Helden der östlichen Zhou-Zeit, Bände 1 bis 3 und der inoffizielle vierte Band, der erste Kaiser, das ist ein bisschen eine Art von Game of Thrones im China der Antike. Perfekter Pitch. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das kennen alle, jetzt können sich alle etwas vorstellen darunter. Prima, ich bin sehr gespannt, was wir morgen früh noch in Einzelinterviews dann auch rausholen und vielleicht noch ein bisschen in die Details einsteigen können. Das würde mich sehr interessieren. Ja, und vielen Dank für die Zeit und vor allem noch viel Erfolg. Bis morgen früh. Ja. Ciao. Danke, tschüss. Herzlich willkommen zum Gespräch mit Jimmy Lau, jemand, der mit höchsten Vorablorbeeren empfohlen wurde, jemand, dessen Werke ich gestern ein bisschen intensiver angucken konnte, und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Hallo Jimmy. Hallo everybody. Hi. Ich hatte gestern die Gelegenheit, mit der Dame von China Books ein bisschen zu sprechen, eurer Verlegerin, die hier in Deutschland eure Werke veröffentlicht. Seit wann kennst du sie? Seit wann arbeitet ihr zusammen? Vor 2 Jahren haben wir uns getroffen und da haben wir gesprochen über die Herausgabe von Sternennacht. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, die Werke von dir zu entdecken. Das ist für mich eine ganz neue Welt, zu der ich noch gar keinen Kontakt hatte. Und nun versucht ihr eben hier, wie gesagt, auch in Deutschland ein paar Sachen unter das Comic-Volk zu bringen. Vielleicht wärst du so nett, dich selbst vorab mal kurz vorzustellen mit ein paar Worten. Seit wann zeichnest du und vor allem warum? Hallo zusammen, mein Name ist Jimmy Liao. Ich komme aus Taiwan und habe 1998, also vor mehr als 20 Jahren, damit begonnen, nicht nur Illustrationen zu machen, sondern eigene Bilderbücher. Mit diesen Bilderbüchern habe ich eigentlich keine großartigen Intentionen oder Messages an den Rest der Welt gehabt. Ich habe eigentlich nur in diesen Büchern Zeichnungen zusammengefasst in Geschichten, die meine Erlebnisse, meine Gefühle und Empfindungen für bestimmte Situationen und Lebensphasen zum Ausdruck bringen. Ich habe mir gestern dieses Buch angeschaut und große Teile davon angeschaut und kann das nur bestätigen. Die Emotionen, die da darin vermittelt werden, sind wirklich sehr beeindruckend und fand es wirklich sehr gut, wie dann letztlich auch auf den großen Seiten durch die Zeichnung die Geschichte erzählt wird. Das sind, wie du selbst sagst, Bilderbücher, und soweit ich weiß, bezeichnest du dich gar nicht als Comic-Künstler, sondern eben als Bilderbuchkünstler. Warum? Das ist eine interessante Frage. Ich und Comic, das ist eine, ja, da muss ich mal nachdenken.
Eigentlich hat man mich niemals als Comic-Künstler gesehen, sondern immer als jemand, der aus der Welt der Illustrationen gewechselt ist zu einem Menschen, der Bilderbücher dann selber komplett konzipiert und herausgegeben hat. 但是如果是一个漫画爱好者，他一看就知道这本书跟漫画非常不一样。Aber ich glaube, du wirst dann auch gestern beim Durchblicken, Durchblättern der Sternennacht gemerkt haben, es ist schon ein Unterschied, meine Bilderbücher oder ein Comic. Ja, es ist. Die Themen gefallen mir sehr gut. Das sind Sachen, die ich nicht so oft lese, nicht nur in der Darstellung, sondern auch inhaltlich. Was ich mir unbedingt privat kaufen möchte, einfach weil ich finde, man sollte Künstler auch privat unterstützen, ist dieses Buch, Das Kino des Lebens, ist der deutsche Titel. Weil hier, also die Geschichte fand ich ganz toll mit dem Vater, der sein Kind über die Kinofilme im weitesten Sinne wieder mit der Mutter, die nicht mehr bei den beiden ist, ja in Verbindung bringt. Und eure Verlegerin meinte, dieses Werk steckt auch voller Anspielungen und Hommagen an die Welt des Kinos. Und da wir selbst bei uns auch sehr viele Filme besprechen, würde mich mal interessieren, bist du selbst Kinofan? Und wenn ja, wovon ich ausgehe, was für Hommagen stecken drin in dem Buch oder Anspielungen? Ich habe Kino sehr gern. Ich habe ganz viele Filme gesehen. Und diese Filme haben mich sehr beeindruckt. Sie haben mich in eine ganz andere Welt geführt und sie haben mir auch manchmal geholfen. Und diesen Moment der Hilfe für mich habe ich dann auch ein bisschen übertragen in einer Geschichte. Aber eigentlich gibt es eine Intention in diesem Buch, mich auch zu bedanken bei der Welt des Kinos. Ich denke, das glückt. Die 各个不同层面有视觉，有声音，有技术，有思想。然后更重要的是，它可以让所有人进入那个氛围里。所以电影的艺术非常的宏大。嗯。Die Welt des Films ist sehr, sehr komplex. Da gibt es erstmal die Leute, die die Geschichte entwickeln. Dann gibt es den Kameramann, den Regisseur. Es gibt die Leute, die sich um die Frisuren, um die Staffage kümmern. Das ist ein Riesenaufwand, aber es ist die Welt der Bilder, die dort eine ganz große Rolle spielt. Und das ist natürlich etwas, wo ich sehr empfindlich bin und sehr empfindsam bin. Und wenn ich Filme schaue, dann gehe ich da rein und bin in einer neuen Welt. Das ist einfach eine ganz faszinierende Sache. 电影，那有的电影是为了要配合这个说故事，有一些互相怎么讲紫色的选择。那年轻的时候可能很喜欢看艺术电影，但是长大以后对通俗电影也觉得它可以影响更多人，带来很多的娱乐。所以各种类型的电影，除了鬼片。 In meinem Buch habe ich eine Menge Filme zitiert, auch vor dem Hintergrund, dass ich einmal ein Publikum auf der ganzen Welt ansprechen möchte. So hat man westliche Filme, aber auch asiatische Filme. Es gibt Kung-Fu-Filme, die in Ankündigung in Werbeplakaten sich niederschlagen in meinen Bildern, bei meinem Buch. Wenn es jetzt um meine persönlichen Kinovorlieben geht, dann muss ich sagen, mein Geschmack geht nicht unbedingt in die Mainstream-Richtung, sondern auch vermeintlich anspruchsvolle Filme. Da gehe ich auch mal ganz gerne hin. Im Laufe meines Lebens bin ich aber auch dazu gekommen, dass diese Unterhaltungsfilme, die vermeintlichen flacheren, die können manchmal auch total schön sein, da habe ich manchmal richtig Spaß.
Allerdings eine Sparte lasse ich gerne raus. Das sind Horrorfilme. Die vorletzte Frage ist, würde ich gerne eine persönliche Frage stellen wollen. In Vorbereitung für unser Gespräch heute habe ich mich natürlich ein bisschen informiert und schnell wird klar, du bist in der lokalen einheimischen taiwanesischen Comic-Szene ein Superstar und gefeiert. Die Menschen stehen in langen Schlangen an, um dich zu treffen und Signaturen von dir zu bekommen. Jetzt hier im europäischen und insbesondere im deutschen Markt fangt ihr ja quasi von vorne an. Wie ist dieses Gefühl, quasi da nochmal hier neue Kontakte zu knüpfen? Nicht seit Taipei, seit Taiwan, Schilder München. Da ja du Tianzi, Nungo, Rang, Tianke, Zi, Pai, Dui, Schwiege, Hen, Hin, Zuide. 一个人，但是呢，在德国，在我们这里的漫画节，在慕尼黑，谁都不认识你啊！你是不是有点失落感呢？其实不会，这就是为什么我会来到这个国家这个城市，试着要让德国的读者也可以来接受这样形式的作品。嗯， ich finde das sehr entspannt. Wunderbar. Und für mich ist es ja auch eine Herausforderung und eine schöne Aufgabe, dass ich, der ja in Taiwan mit der Welt des Comics überhaupt nichts zu tun hat, der eigentlich nicht nur in Taiwan, eigentlich weltweit von Comicfreunden gar nicht so beachtet wird, dass ich durch das Comic Festival die Gelegenheit habe, mich vorzustellen mit meinen Bilderbüchern für Erwachsene. Und ich war selber auch am Anfang etwas verunsichert, ob ich hier hinpasse. Und ich habe gemerkt, ich werde hier sehr herzlich aufgenommen. Das freut mich. Mich auch. Und wenn du zum Beispiel jetzt als Mr. Superman aus der Welt des Comics auch meine Bücher sich mal anschaut, dann ist das ein ganz neues Publikum. Und wenn ein solches Publikum meine eher kinderbuchartig gestalteten, nicht die harte Realität kritisierenden, sondern eher fröhlich, vielleicht auf den ersten Blick naiv wirkenden Bücher, trotzdem, wenn sie dir gefallen und wenn du was mit ihnen anfangen kannst, dann freue ich mich. Super. Ja. Eine allerletzte Frage noch zum Schluss. Ihr seid als Team angereist und ihr habt ja auch die Gelegenheit gehabt, vielleicht auch zum Beispiel kulinarische Erfahrungen zu sammeln. München ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Okay, 然后这个漫画节我觉得非常的轻松。 Ich finde die Atmosphäre auf dem Comic Festival sehr entspannt. Okay, 每个人都是好像度假一般的来到这个节气，这个漫画节去。 Für mich ist das hier so eine Urlaubsatmosphäre. Ja. Alle, das Tempo ist langsam. Die Leute bewegen sich langsam. Alle gucken sich um und sind sehr, sehr freundlich zueinander. 所以很多大人带着小孩一起进来。 Und ich gucke immer nach Kindern. Und dann waren so viele Papas und Mamas mit ihren Kindern unterwegs. Das ist Manhua的扩展到每个生活最有趣的部分. Das ist eine. Das ist Manhua. Manhua. Manhua的这样的形式的创作是不分年纪的. Und für mich war es interessant zu sehen, dass hier die Comic-Szene von Kindern, von Jugendlichen, von älteren Leuten geschätzt wird. Also, dass es da keine Altersgrenzen gibt, wie es sie bei Bilderbüchern gibt. Okay. Und ich wurde hier so herzlich empfangen und ich habe gespürt, man hat meine Bilderbücher gerne gelesen, ich habe viel signiert, es gab Podiumsveranstaltungen, also ich fühle mich wohl hier. Vielen Dank, dass du da warst. Jimmy, vielen Dank auch für die Zeit und für das ganz tolle Interview.
谢谢漫画节的邀请，谢谢。Vielen Dank für die Einladung. 美丽的慕尼黑。Dankeschön an das schöne München. Dankeschön an das München Comic Festival. Und Dankeschön an dich. Danke. Thank you. Mir gegenüber sitzt jetzt eine junge Dame, von der ich sogar einen Teil eines Panels, den sie mit ihren Kollegen zusammen, das sie zusammen mit ihren Kollegen gehalten hat, gesehen habe. Und was mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben ist, dass hier immer jeder ihren Künstlernamen falsch ausspricht. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin Andi. Du bist ja schon mal. 617. Dankeschön. 617 ist, soweit ich es mitbekommen habe, quasi die Aussprache, die hier in den westlichen Ländern häufig genutzt wird. Wie wirst du denn im Original ausgesprochen? In der Originalsprache. Die junge, die der Schutz der Linse, ne? Na, mal, ist es gewei, jung wie du, nie zei gewei, ist zum Jahr, ne? Ist zum Schulden, ne? The same. The same, okay, great, okay. Vielleicht zur Erklärung. Events for You wird vor F-O-R mit 4 geschrieben oft. Mhm. Ähnlich gibt es im Chinesischen Silben, die auch identisch gelesen werden für Zahlen. Und zum Beispiel Liu heißt die Zahl 6, aber es ist auch ein sehr häufig benutzter Familienname. Mhm. I ist eine Silbe, für die man im Wörterbuch Hunderte an verschiedenen Schriftzeichen und Bedeutungen finden würde. Und das Besondere an meinem Namen ist vielleicht, dass ich das letzte eben nicht als Zahl genommen habe, weil ich hätte jede Silbe auch, auch 617 sagen können. Okay. Aber mit 617 werde ich im Internet nicht mehr gefunden. Deswegen. Wo geht das hier schon? Hier ist eine Info, ne? Nee, du schon, schau, eine Schubanche, Dala, geil, eine Bienen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. Ich habe angefangen und werde weiterhin im Selbstverlag produzieren, habe aber für bestimmte Bücher, die ich im Dala Publishing House veröffentliche, einen anderen Namen gesucht. Und dann war für mich die Wahl der arabischen Zahlen eine Option, sodass ich eine neue Identität habe durch Zahlen, aber eigentlich jeder auch schnell wissen kann, ach, das ist die Liuichi, das ist einfach bloß anders geschrieben. In dem vor mir liegenden Magazin, Manhua Magazin würde ich es aussprechen, das jetzt hier eben auch bei China Books erscheint, ist auch eine ganz kurze Kurzbiografie von dir enthalten mit ein paar Jahreszahlen. Vielleicht magst du dich uns mal kurz vorstellen zu deinem Werdegang für jemanden, der noch nie was von dir gehört haben sollte. Also, ich bin jemand, der sowohl im Selbstverlag als auch mit Verlagshäusern meine Arbeiten präsentiert. Ich bin jemand, der nicht nur Comics macht, sehr gerne macht, sondern der Graphic Design studiert hat, also Illustrationen macht, aber auch kommerziell arbeiten könnte. Und ich bin jemand, der nicht so, die ganze Schule, und ich bin jemand, der international denkt und versucht, auch international tätig zu sein. Ich bin gerne unterwegs. Ich war in Angoulême beim Art Festival, Comic Festival, habe dort die Gelegenheit gehabt, auch 3 Monate als Artist in Residence zu leben. Ich war in Český Krumlov, oder Krumlov, also in der Tschechoslowakei, in der Tschechei, in Krumlov und habe dort auch 3 Monate leben können auf Einladung. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, im Ausland
auf Messen, Comic-Messen zu gehen, bin ich gerne immer mit dabei. Und wir freuen uns, dass du heute hier bist und mit uns ein paar einen netten, geschnelltes Gespräch führst. Gestern hatte ich auch die Gelegenheit, mir eben privat quasi als Nachtlektüre auch eines der Werke anzuschauen, die es von dir gibt. Der deutsche Titel Das Mädchen und der Traumfresser-Tapir. Und vom Inhalt, auf den wir natürlich auch zu sprechen kommen möchten, abgeleitet würde mich ein bisschen interessieren, welche Themen du hast, ob es Themen gibt, die dich besonders beschäftigen. Ich habe hier zum Beispiel den Eindruck, als wäre das alles recht urban. In meinem Buch Das Mädchen und der Traumfresser-Trapier geht es weniger eigentlich um Leben in der Stadt. Städtisches Leben. Hier geht es darum, auch wenn man es aufschlägt, gibt es eine große doppelseitige Zeichnung, die wiedergibt, dass die Schule, in der das Mädchen und in der die Geschichte spielt, vollkommen abgetrennt ist vom städtischen Leben im Hintergrund, isoliert. Isolation, das vielleicht ist schon ein Thema, was auch in anderen Werken von mir eine Rolle spielt. Mobbing ist das Thema. Und das ist ein Thema, was bei uns und ich glaube auch international eine große Rolle spielt. Es können ganz kleine Sachen sein. Unwichtige Dinge, die zum Anlass dienen, ein Mädchen zum Beispiel in meiner Geschichte richtig fertig zu machen, die vom Rest zu isolieren und es ist furchtbar. In den anderen Werken spielen da auch so tendenziell gesellschaftskritische und vielleicht düstere Themen eine Rolle? Oder gibt es von dir zum Beispiel auch sehr helle Werke, Comics insbesondere eben auch, mit einer sehr positiven Botschaft? Ist das auch was, was du machst? Also wer lustige, fröhliche, unterhaltsame Comics lesen möchte, der sollte vielleicht meine Bücher aussparen. Alles klar. 2014 habe ich zum ersten Mal nicht im Selbstverlag, sondern als in Zusammenarbeit mit Dalla ein Buch rausgebracht, das heißt Room. Und in diesem Werk 主要内容是什么呢?就是在这个我简单的介绍一下。 In diesem Werk geht es um ein Gebäude, fünf verschiedene Räume, fünf verschiedene Leben, die in diesen Räumen stattfinden. Also städtisches Leben, das Isoliertsein und das Nebeneinander herleben in verschiedenen Räumen. Das ist das Thema in diesem einen Werk gewesen. Dann gibt es ein zweites Werk von mir. Dieses Werk Room ist nicht übersetzt worden bisher ins Englisch. Es ist noch nicht in einer Übersetzung in eine europäische Sprache erschienen. Mhm. Es gibt vorne ein paar englische Erläuterungen, aber eigentlich ist das ein Comic in Chinesisch, in Schwarz-Weiß, mit Zeichnungen. Und sie beschreiben in fünf Episoden fünf Räume in diesem Gebäude. Dann habe ich nach meinen Reisen im Ausland, vor allen Dingen nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Krumlov in der Tschechei, meine dort gemachten Zeichnungen gegenübergestellt mit Zeichnungen aus meiner Heimat, weil ich habe empfunden, südlich von Prag gibt es eine Kleinstadt und südlich von Taipei, der Hauptstadt von Taiwan, gibt es meinen Heimatsort. Und ich fühlte mich ein bisschen ähnlich versetzt. Für mich ist in meinem Wirken die Thematik oft Hauptstadt, hauptstädtisches Leben und Leute, die in die Hauptstadt kommen und dort sich fremd und isoliert fühlen. Also hier habe ich mich eigentlich in Krumlov ganz wohl gefühlt und mich oft auch erinnert gefühlt an meine Heimat. Und so habe ich Szenen, manchmal bunte Szenen, farbige Szenen, manchmal Zeichnungen. Ich habe am Tag drei Zeichnungen gemacht oder mehr, war drei Monate dort, also ich habe dort viel gezeichnet. Und dieses Buch, diese Gegenüberstellung von
leben in einer Kleinstadt in der Tschechei und leben in einer Kleinstadt in Taiwan. Das hat auch englische Untertitel. Und das ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Einmal gibt es die Menschen im Süden, Szenen aus dem Süden, dann zurück und Leben in südlichen Städten. Also, da habe ich mich beschäftigt mit dem, was unterscheidet das Leben in einer Stadt in Europa und von dem Leben in einer Stadt in Taiwan. Leider nicht übersetzt bisher, aber es ist ein Buch, wo mein Thema Aufzeichnungen zum Leben in der Stadt, ich bin auch selber indirekt mit meiner lieben Katze mit Sketchbook auf dem Frontcover dargestellt. Das ist das zweite Werk von mir. Und das dritte Buch, was im Dala Verlag erschienen ist, heißt Sometimes in the City. Und in diesem Buch, das hat 140 Seiten, quadratisch, links eine Bildseite, rechts eine Schriftseite. Und auf der rechten Schriftseite steht immer das Gleiche. Sometimes in the city, und dann passiert etwas. It seems like you have to wait in line for everything. Dann ist auf der linken Seite immer ein Bild, eine Standposition. Eine fixe Position, wie wenn ich eine Kamera einstelle. Und dann passiert etwas in einem gewissen Zeitraum. Ich sehe, wie Leute in der Schlange stehen. Oben in der Mitte und unten sind jeweils drei Panoramas. Sieht man, da passiert was. Aber eigentlich reden die Leute überhaupt nicht miteinander. Es gibt keine Kontakte. Da gäbe es, es gibt auch die Möglichkeit, dass 6 Bildfolgen auf einer Bildseite erscheinen oder vielleicht sogar 9. 3, 6 oder 9. Leute, zum Beispiel ein weiteres Beispiel. Sometimes in the city, you're practically invisible. Also, dass man, es wird ein Penner gezeigt, der auf der Straße schläft und der wird überhaupt nicht beachtet. Also ich habe Beobachtungen über das Leben in der Stadt angestellt und im Selbstverlag habe ich auch etwas über Taiwan, Alltag in Taiwan geschrieben. Im Gespräch gestern mit der deutschen Verlegerin bei China Books habe ich gelernt, dass es auch von der Leserichtung in Taiwan quasi beides gibt. Sowohl die, die hier gewöhnt sind, diese von uns quasi, wie deine Bücher jetzt ja auch aufgebaut sind, dass wir von links nach rechts lesen. Aber es gibt wohl auch Kollegen von dir, die das genau andersrum machen. War das eine bewusste Entscheidung deinerseits? War das irgendwie, wie kam es dazu? Oder ist es vielleicht sogar eine Minderheit, einfach von rechts nach links zu lesen? Ich möchte in Europa und im Rest der Welt über Taiwan hinaus auch wirken, bekannt sein, Kontakte knüpfen und für mich auf der Welt wohl, nicht nur in Taiwan. Und ich habe deswegen dieses westliche Format gewählt. 的确都是从这边开始。 Und die meisten der taiwanesischen Comic-Künstler öffnen, lassen ihre Bücher tatsächlich auf traditionelle Weise von rechts nach links öffnen. Stimmt. Also ich bin da eine Ausnahme. Ich bedanke mich sehr für die tolle Zeit und jetzt zum Schluss noch eine letzte Frage. Wie sieht's aus? Gibt es aktuell etwas, an dem du arbeitest, das du schon anteasen kannst? Die chinesische Regierung hat lange Zeit uns als Comic-Künstler überhaupt nicht wahrgenommen oder wollte uns auch gar nicht im kulturellen Leben haben. Von diesem Charakter Subkultur unerwünscht hat sich aber in den letzten Jahren einiges geändert. Jetzt gibt es sogar Projekte, wo die chinesische Regierung bzw. die Abteilung für Kultur unseres Landes Förderprogramme macht. Es gibt eine Novelle, eine Geschichte, die als Zeichentrickfilm das Leben von Jugendlichen im Norden unserer Insel beschreibt. Und ich bin gefragt worden, ob ich nicht gerne dazu
einen Comic machen. Also, im Auftrage des Landes tätig zu werden, ist für mich was ganz Neues und was ganz Spannendes. Ich bin gespannt, ob wir das vielleicht auch mal hier irgendwann zu sehen und zu lesen zu bekommen. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Wir sind hier nun bei unserem dritten und letzten Interview im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen bei China Books, die hier sehr präsent und vor allem auch sehr sympathisch beim Comic Festival in München auftreten. Und ich habe nun das Vergnügen, einen weiteren Künstler hier am Mikrofon zu haben, erneut mit dankenswerter Übersetzung auch. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet, auch gerade, weil wir natürlich hier auch eine gewisse Vielfalt ja darstellen wollen. Hallo, ich bin der Andy. Wer bist du? Ich bin Andy, wie ist es? I'm Sean. Ich bin Sean. Hi Sean, du bist zusammen hier angereist mit deinen Kollegen. Können wir sagen, ihr seid Kollegen oder seid ihr alle eher so Einzelgänger? Eigentlich sind wir alle Einzelgänger. Ich kenne auch gar nicht so viele Comic-Künstler in Taiwan, weil ich berufsmäßig schon sehr, sehr eingebunden bin in meinen Job als Werbefilmer. Mhm. Man leidet sich hier, wenn man nicht da war. Aber zum Beispiel Liu Yiqi, 61Qi, die kenne ich sehr gut. Und dann ist ja auch ein Verleger dabei, der Herr Huang. Und das ist ein guter Freund von mir. Wir haben eine Vereinigung, die Vereinigung der taiwanesischen Comic-Künstler. Und da gehören wir eigentlich alle zu. Also einmal im Jahr sehen wir uns schon. Ach cool. Meine Hörer und ich lernen euch und vor allem auch dich ja heute erst kennen. Vielleicht magst du dich kurz ein bisschen vorstellen zu dir. Seit wann bist du schon aktiv im Geschäft und vor allem, wie kam es dazu? Also, wenn ich meinem Vater Glauben schenken darf, habe ich Stäbchen in die Hand genommen und Stifte. Und ich habe eigentlich sofort angefangen zu zeichnen. Zeichnen war meine Sache. Ich habe auf dem Boden gelegen. Es gibt Fotos von mir als kleines Kind. Also das war schon sehr früh da. Aber mit Comics selber habe ich mich erst wirklich dann auch intensiv 1995 beschäftigt. Das ist eine sehr. Das war für mich selber auch eine ganz überraschende Sache. Ich hatte das nicht geplant. Ich war damals eigentlich Werbefilmer und da hat sich eine Situation ergeben. Ein Verleger von einer Comic-Zeitschrift ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du zeichnest doch immer so viel, kannst du nicht für unser Comic-Magazin mal eine Geschichte machen? Okay. Und dann war ziemlich schnell klar, dass ich berichten werde aus meinem Leben. Und zwar sind das dann die Aufzeichnungen eines Filmemachers. Mhm. Das sind auch die, die mir, glaube ich, von der Verlegerin hier in Deutschland empfohlen worden sind. Wir haben hier gerade vor uns verschiedene Werke von dir. Mir scheint auch quasi in der Originalveröffentlichung. Vielleicht wollen wir die mal durchgehen und du stellst uns die Werke mal vor. Das ist über das Leben eines Filmemachers. Jetzt aber nicht unbedingt für die große Filmindustrie, sondern auch machen wir in unserer Firma Filme für Wärmefilme. Ja, schaut doch rein. Aber es ist nicht jetzt keine Dokumentation einer Produktion, sondern alles, was mir so untergekommen ist, was passiert ist, was Unerwartetes passiert ist, was ich lustig fand, was Leben meiner Arbeit zeigt. Das habe ich versucht, da reinzubringen. Lustig ist genau das Erste, was ich gedacht habe. Das macht einen sehr, also diesen Funny-Eindruck. Funny, ja, das ist auch lustig. Fällt mir wirklich gut. Also ich war ja kein berühmter Mensch, sondern eigentlich unbekannt. Und trotzdem, vielleicht wegen des Themas, weil es so etwas in der Art noch nicht gibt, ja, weil viele junge Leute sich aber so Werbefilm so als ideal vorstellen, beruflich. Und mein Freundeskreis aber auch recht groß ist. Und die wollten wissen, ja, was hast du denn da von deiner Arbeit erzählt? Also erstaunlicherweise, das Echo war groß und nachdem es in der Zeitschrift in verschiedenen Folgen erschienen war, habe ich es dann als Buch herausgebracht und oder es wurde herausgebracht beim Dala Verlag und inzwischen gibt es 18 Neuauflagen. Mhm. Also super erfolgreich gewesen. Und ich war recht frei. Ich hatte zwar den Auftrag, sollte für die Zeitschrift dann jede zweite Woche was abliefern. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Dann habe ich einfach mal nichts geliefert. Und ich war auch nicht so gezwungen, immer die gleiche Länge zu haben. Ich konnte tatsächlich sehr frei dann mal was kürzer, mal was länger was machen. Und das Thema auch, war mein Thema, war meine Idee.
deine Expertise als Filmmacher, die ist doch bestimmt auch in dieses Buch mit eingeflossen. Du stellst ja nun quasi auch, wie ich es verstanden habe, auch Teil eben deines Berufsalltags quasi vor. Wiefern ist deine Expertise in der Darstellung eingeflossen? Eigentlich habe ich schon Bilder bei meiner Arbeit immer gemalt. Und zwar Zeichnungen gemacht, nicht als Comiczeichnung, aber als Dokumentation von dem, was im Film gezeigt werden soll. Weil, wenn ich dem Kameramann sagen wollte, ich möchte die Einstellung so und so, ich möchte die Folge so und so haben, da habe ich dem das nicht mit dem Mund erklärt, sondern ich habe dem eine Zeichnung gemacht. Also, wer für meine Arbeit als Filmemacher habe ich schon gezeichnet und das hat mir geholfen. Und umgekehrt, Einstellungen, Positionswechsel, perspektivische Dinge, das sind Überlegungen, die ich bei dem Entwurf, bei dem Konzept für einen Film natürlich ganz genau überlege, ob ich einen Film mache oder einen Comic. Da gibt es ganz, ganz enge Berührungspunkte. Im Vorgehen ist es sehr ähnlich. Wenn ich Comics mache, denke ich, bin ich wie ein Kameramann. Und ganz typisch zeigt sich das in meinem zweiten Buch, The Window, in dem kaum noch Text ist, sondern eigentlich nur eine Kameraeinstellung der nächsten folgt. Das habe ich im PC, im Computer, gearbeitet und das war eine ganz neue Herausforderung, hauptsächlich mit Bildern zu arbeiten. Das ist ja wirklich großartig. Nicht nur, weil es natürlich gleichzeitig auch dadurch ein sehr internationales Werk ist und man sich zum Beispiel Übersetzungskosten spart. Das ist ein Talent, Geschichten nur über Bilder und ohne großartig zusätzlichen Text zu erzählen. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt allerdings ganz wenige. Wie in einem Stummfilm gibt es zwischendurch Paneele, die ein paar kurze Textinformationen geben. Dreimal, glaube ich, in dem Buch. Und insofern ist es nicht so, dass die Texte nicht da sind, aber sie sind nicht im Bild, sondern separat. Die Texte sind sowohl in der Originalsprache als eben auch in Englisch abgedruckt und damit ist das ganze Buch natürlich auch dann gleichzeitig sehr international ausgerichtet. Keine Annahme, dass das die Absicht war. Es war gleich von Anfang an für den internationalen Markt konzipiert. Stimmt, aber das war natürlich irgendwie nur ein Traum, weil ich war doch recht unbekannt und dass das mal hier auf dem Tisch liegen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich muss allerdings sagen, es ist nicht im Ausland erschienen, sondern es ist im taiwanesischen Dala Verlag erschienen. Es ist ein Buch, was eine historische Situation zeigt, die gar nichts mit Thailand zu tun hat. Das ist Europa. Ja. Ich bin öfters in Frankreich und das ist eine französische Kleinstadt. Und in dieser Kleinstadt treffen sich ein Junge und ein Mädchen ab und zu und dann kommt der Krieg und zerstört alles. Und das ist ein europäischer Krieg. Und insofern passt da auch ein bisschen Englisches rein. Okay, und auch die internationale Perspektive. Aber es gibt eine spanische Version. Ein spanischer Verlag hat sich interessiert. Vielen Dank. So, dann schauen wir uns auch die weiteren Bücher noch an. Dieses Buch hier wurde mir auf jeden Fall nahegelegt, auch von der Dame von China Books. Und ich möge doch unbedingt den Teil mit Bruce Lee lesen. Das wäre also mit Ihrer Empfehlung. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was hier gerade vor mir liegt. Ich möchte noch eines ergänzen. Das erste Buch, meine Notizen eines Werbefilmers oder Filmemachers. Und das Buch, das Fenster, das Bilderbuch. Das habe ich gemacht in meiner Freizeit und ich habe eigentlich nicht eine klare Idee gehabt, dass ich selber vielleicht auch mal ein Comic-Künstler sein kann. Das hat sich aber geändert dann. Eigentlich habe ich mich gar nicht so eingeschätzt als eine Person, die mal sowas werden kann, wie ein Cartoon-Kreator oder Künstler. Und ich habe dann aber eine so positive Rückmeldung in meinen ersten beiden Werken bekommen. Besonders das zweite hat einen goldenen Preis gewonnen bei dem höchsten Comicpreis von Taiwan. Und da war ich total überrascht und das hat mich sehr darin bestärkt und mir Mut gemacht, dass ich mich weiter mit Comics beschäftige, auch konzentriert. Und dann habe ich angefangen, wie wild, Comics zu zeichnen. Und dann habe ich wirklich mal überlegt, ich will jetzt einen richtigen Comic machen. Wie mache ich einen interessanten Comic zum Thema Taiwan und zu mir? Es ist eine Aufzeichnung, aber nicht meiner Arbeit, sondern meiner Jugend. Es gibt in diesem Buch die 80er Jahre, die ich aus meiner persönlichen Erinnerung, aus meinen persönlichen Erlebnissen beschreibe in verschiedenen Episoden des
fängt an von mir als kleinem Kind, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war, unter anderem zu ihrer Klavierlehrerin, nicht zu meiner, sondern zu der von meiner Mutter, oder Begegnungen mit Bruce Lee, mit seinem Begräbnis oder mit Breakdance oder mit verschiedenen Dingen. Und ich denke, dass diese 80er Jahre für mich eine wichtige Zeit waren, aber auch für Taiwan eine wichtige, weil es gab große, grundlegende Veränderungen in dieser Zeit. Wir haben mal da. Und Taiwan hat sich geöffnet in dieser Zeit, was politisch möglich war, nachdem das Kriegsrecht abgeschafft worden war, eine Liberalisierung stattgefunden hat und wir plötzlich über Informationen aus dem Westen an Dinge herankamen und Dinge erfuhren, von denen wir vorher nie was gewusst hatten. Also es war eine Zeit, wo sich Taiwan plötzlich geöffnet hat. Ich glaube, ein ganz historischer Einschnitt in der Entwicklung, nicht nur von Taiwan, sondern von unserem Leben, ist der Einfall des Internets. Und ich beschreibe nicht nur mich jetzt in verschiedenen Episoden als einen heranwachsenden jungen Menschen, sondern ich beschreibe auch eine Entwicklung von Taiwan, von einem geschlossenen, repressiven, stark zensierenden Staat zu einem Ort, wo ich auf die Straße gehen konnte und plötzlich tanzen konnte, Breakdance, Moonwalk mache und dabei ein bisschen Geld sogar verdiene, anstatt wie ein paar Jahre vorher festgenommen zu werden von der Polizei, wenn ich mal irgendwo tanzen gehen will. Genau, das würde mich auch noch interessieren. Eine für mich faszinierende neue Welt, für die ich, wo ich echt gespannt bin. Durch diese Veränderung, die du dann quasi live miterlebt hast, gab es ganz sicher auch viele neue Hobbys und Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen. Wie sah es aus mit dem Verständnis der älteren Generation? Meinetwegen der Eltern, ist es da auch mal zu Konflikten gekommen oder eher nicht? Also, mein Vater ist jetzt ein Künstler, ein Maler. Und der ist schon relativ offen und der hat das eigentlich sehr begrüßt, dass Taiwan sich wieder geöffnet hat. Und ich persönlich hatte da keine Probleme. Und mein Vater war einer der ganz wenigen Eltern, von denen ich bisher in Taiwan erfahren habe, die überhaupt nichts dagegen hatten, wenn sein Sohn irgendwelche Comics sich anguckt. Ich habe als Junge Comics aus Mangas ohne Ende konsumieren dürfen, ohne dass meine Eltern da irgendwie etwas unternommen hätten oder ihre Bemerkung gemacht hätten. Die haben das unterstützt, sie haben gesagt, mach das. Okay. Finde ich toll. Das stimmt. Das Werk liegt mir jetzt hier in dem Original eben gerade in der Hand, ist gerade vor mir. Und es sind zwei Teile, wie es scheint. Ist es eine Fortsetzungsgeschichte? Ist es abgeschlossen? Wie sieht es aus? Es sind zwei Bände. Mhm. Der zweite Band ist noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Das ist angedacht, aber es ist eben noch nicht möglich gewesen. Ist es eine quasi Geschichte, die weitererzählt wird, oder sind es weitere Anekdoten? Eigentlich sind diese beiden Bände als gesamtes Werk konzipiert gewesen, von mir von vornherein. Es ist nicht eine Fortsetzung oder eine Ergänzung, bloß weil man in Taiwan ungern schwere Bücher in die Hand nimmt. Alle finden, es ist so lästig fürs Handgelenk, gar nicht so angenehm. Also habe ich dann gesagt, okay, machen wir zwei Bände draus. Und davon ist einfach der erste schon übersetzt worden ins Deutsche, der zweite aber nicht. Ich habe mir genau überlegt, ich möchte schon typische Situationen einer ganz wichtigen historischen Epoche der Öffnung von Taiwan in unterschiedlichen Episoden möglichst vielseitig darstellen. Und beide Bände eigentlich erst zusammen ergeben das Bild, was ich mir vorstelle. Und es ist also nicht so, dass also Band 1 Episoden aus den 80ern von 1980 bis 1985 und der zweite Band von 1985 bis 1990 dann wäre. Nein, es ist eine Mischung. Zum Schluss vielleicht auch, um auch den Lautstärkepegel vielleicht auch ein bisschen zu berücksichtigen hier bei unserer Aufnahme, haben wir noch das letzte Werk, das jetzt hier vor mir auf dem Tisch liegt. Wovon handelt dieses und wie heißt es überhaupt? Etude for Papa. Das ist der Titel des Buches. Es ist sein jüngstes Werk, was publiziert ist. Und es geht wiederum um autobiografisches. Hier ist es er und sein Sohn, die Geschichten
von Papa und Sohn, also Übungsstücke für den Papa. So sieht's bei mir zu Hause vor der Tür aus. In beide Richtungen. Einmal nach links und einmal nach rechts. Wir sehen ein Klappcover. Es gibt also ein Einband aus Papier. Und wenn wir diesen Einband abnehmen, der in schwarz-weiß mit einem ganz tollen, so, da ist was drauf gestanzt, das sieht ganz toll aus. Und dasselbe Bild haben wir dann nochmal in einfarbig koloriert, wenn wir den Band dann aus diesem Einband rausholen und sehen da eben ein Klappcover. Man kann es also aufmachen und es ergibt sich ein Gesamtbild. Und dieses Gesamtbild zeigt die Situation, Straßensituation, vor seiner Haustür. In die eine Richtung und in die andere Richtung. Also es ist wirklich autobiografisch. Und er berichtet von sich und seinem Sohn eigentlich sehr privat. Es sind Ereignisse, die in Themen sortiert sind. Themen wie irgendwann fing er an zu sprechen oder Windel wechseln. Dinge, die jeder Papa bei der Erziehung seines Sohnes eigentlich mitmacht. Und das Ziel war, anderen Papas zu sagen, wenn ihr es hart erlebt, dann seid ihr nicht alleine. Es ja. ist einfach für alle Papas eine Zeit, wo es super hart sein kann, wo man nächtelang nicht schlafen kann. Es gibt aber auch schöne Zeiten und es gibt komische Situationen. Und ich habe viel eben durch meinen Sohn lernen müssen. Das ist das Thema. Erziehung ist ein Abenteuer, das kann ich nur bestätigen. Und mein Ziel bei dem Buch ist überhaupt nicht, anderen Leuten aufzuklären, was sie beachten sollen bei der Erziehung ihres Sohnes, sondern umgekehrt. Ich berichte einfach, so ist es bei mir gelaufen. Und wenn es bei euch ähnlich läuft, es ist einfach nicht einfach. Es ist manchmal nicht einfach, aber so ist es. Und es ist einfach schön, dass es Themen gibt, die uns über alle Ländergrenzen hinweg vereint. Finde ich toll. Tine. Jean, vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, mit uns hier über deine Werke zu sprechen. Und ich möchte wirklich jedem Hörer da draußen einfach nochmal ans Herz legen, vielleicht auch mal gewisse Distanzen zu überwinden, einfach mal einen Blick zu riskieren. Ich glaube, hier gibt es wirklich viel zu entdecken. Vielen Dank. Das Comic-Festival München ist in vollem Gange. Wir haben heute den letzten Tag der Gesamtveranstaltung und es ist Zeit, ein bisschen runterzufahren, sich vor allem mal gemütlich hinzusetzen und ein bisschen zu plaudern. Die junge Frau, die mir hier gerade gegenüber sitzt, die war eine Empfehlung. Und Empfehlung, da muss ich mal ganz genau hingucken. Der Adrian von Bauer war nämlich der Meinung, ich müsste hier unbedingt mal Kontakt aufnehmen und vielleicht ein Gespräch führen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin Veronika Grohl. Guten Tag, Veronika. Wir haben ja auch schon telefoniert und du hast mir so ein bisschen von dir erzählt. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen für jemanden, der dich noch nicht kennen sollte. Also, wie gesagt, ich bin Veronika. Ich bin Illustratorin hauptberuflich für Kinderbuch und Eventzeichnen und zeichne aber in meiner freien Zeit, muss ich sagen, sehr gerne Kindercomics oder Comics allgemein. Bist du dann viel auf diesen Veranstaltungen wie hier in München? Ja, wobei eigentlich nur Erlangen und München im Wechsel, ja. Ist unter Umständen vielleicht auch gar nicht die schlechteste Entscheidung, sich die besten Veranstaltungen dieser Art rauszusuchen. Ja. Wobei Stuttgart für dich auch interessant sein könnte, oder? Ja, klar, vor allem jetzt, weil da ist ja jetzt die Ginkgo-Preisverleihung, für die ich nominiert bin. Ja. Ja. Wird man nicht dann, also du bist trotz der Nominierung nicht vor Ort? Ich bin mir noch nicht sicher, weil eventuell habe ich nämlich genau an diesem Tag ein Event zeichnen. Ja. Und ja, also falls das jetzt nicht abgesagt wird, kann ich leider dann nicht vor Ort sein in Stuttgart. Ich voll und ganz. Das würde ich aber gerne nochmal einschieben, weil der Ginkgo ein Award, auf den ich mich sehr freue, auch generell finde ich es per se eine ganz tolle Veranstaltung, die da aus dem Boden gestampft worden ist. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist, weil man muss sich selbst quasi bewerten, oder? Genau, ja. Ich habe mich auf der Webseite selbst mit meinem Comic beworben, habe aber auch noch eine Mail bekommen von Zwerchfellers, die auch noch alles eingereicht haben, das heißt quasi doppelt. Okay. Ja, genau. Und hat offensichtlich geklappt. Ja, ja. Der Kategorie? Welche überhaupt? Ach so, die Kategorie bester Kindercomic. Aha, okay. Ja, vielleicht magst du von deinem Kindercomic ein bisschen erzählen. Du hast gemeint, der ist, glaube ich, schon vor längerem erschienen. Wie heißt der? Worum geht's? Es ist das verfluchte Elixier. Im Januar 2018, also vor 1,5 Jahren, erschienen beim Zwerchfell Verlag. Und es geht um eine Gruppe von 4 Kindern, die ein Abenteuer erleben, was ein bisschen magisch ist und ihre Kräfte quasi überschätzen oder fehleinschätzen und dann kommt es zu einem riesigen Chaos. Okay, cool. Für welches Alter ist es geeignet, wenn du sagst Kindercomic? Grundschule, grundsätzlich 1. bis 4. Klasse ist okay, wobei hauptsächlich 2., 3. Klasse, glaube ich, perfektes Alter ist.
Und du hast auch gemeint, dass deine Exemplare alle schon verkauft sind, aber ich denke, beim Verlag bekomme ich noch ein Exemplar, oder? Ich denke, ja. Ich habe noch keine Meldung bekommen, dass alles ausverkauft ist. Ja, cool. Ist denn schon irgendwas weiteres in Planung oder bist du erstmal mit anderen Projekten beschäftigt, was Comics betrifft? Oder also Kinderbücher? Direkt danach habe ich angefangen, eine weitere Geschichte mit den gleichen Kindern zu entwickeln. Das ist allerdings dann irgendwann ins Stocken gekommen. Und ja, es liegt jetzt seit einigen Monaten einfach nur in der Schublade. Ich war dann im Oktober auch noch mit anderen Zeichnern zusammen am Frauensee in einer Ferienwohnung und wir haben alle zusammen einen 24-Stunden-Comic-Tag extended gemacht, also auf 3 Tage aufgeteilt. Ja, cool. Ja, und dort hätte ich mit den gleichen Charakteren noch eine Geschichte entwickelt. Also eigentlich hätte ich jetzt 2. Wie gesagt, es ist ins Stocken gekommen, aber durch den Icon-Preis und die Genko-Nominierung habe ich jetzt irgendwie wieder so einen Bock. Aufwind bekommen. Genau. Ja, sau cool. Das freut mich ja. Das freut mich auch zu hören, dass da unter Umständen dann eben auch offensichtlich auch von dir wieder ein bisschen was zu erwarten ist. Ganz nice. Du bist jetzt nur heute da gewesen oder auch die anderen Tage schon? Gestern und heute. Okay, alles klar. Und du bist dann mehr so privat hier oder kann man von dir auch eine Signatur oder Zeichnung bekommen? Ich bin eigentlich privat hier. Mhm. Natürlich würde ich auch was signieren, aber ich denke nicht, dass hier jemand meinen Comic hat. Mhm. Sonst wäre ich für das leider nicht vor Ort und ich selbst habe ja keine Exemplare mehr. Ja. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, weil ich das vermehrt auch so mitkriege, ist ein bisschen die Frage, ob man sich deine Arbeit noch angucken kann. Der ein oder andere macht ja auch Doppelveröffentlichungen, das heißt sowohl die Verlagsveröffentlichung als zum Beispiel auch eine Online-Version. Wie sieht es da bei dir aus? Oh, ich... Von diesem Kinderbuch glaube, zum Beispiel. Ja, also meinst du jetzt auf My Comics oder so? Ob man so? Das zum Beispiel, genau, unter viele Plattformen. Ich glaube, da ist eine Leseprobe veröffentlicht, aber ja, klar, also theoretisch könnte ich das alles hochladen, sollte ich vielleicht tun. Naja gut, weiß ich nicht, keine Ahnung, Leseprobe ist ein total geiles Prinzip, also kann man mal reinschauen, auch in euch da draußen, ihr findet die entsprechenden Links natürlich alle in den Shownotes, das könnt ihr gar nicht übersehen, das wisst ihr ja. Wie sieht's aus, befeuerst du auf Instagram fleißig? Ja. Sehr gut. Ja, klar. Und dann mit tagesaktuellen Sachen oder was kommt da bei dir? Seit es die Stories gibt, glaube ich, bin ich etwas faul im Beitrag posten geworden. Und ja, deswegen, die Beiträge sind nicht so top aktuell, aber die Stories auf jeden Fall. Okay, cool, alles klar. Ja, Veronika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Und ich wünsche dir vor allem noch viel Spaß und Erfolg und ich freue mich auf alles, was da kommen mag. Ebenso, danke. Danke, ciao. Ciao.